Gewalt, Erpressung und Hass. Das soll an der Polizeiakademie in Berlin-Spandau zum Alltag gehören. Es sind schwere Vorwürfe, die ein Ausbilder in einem Audiomitschnitt erhebt. Die Datei wurde der Welt zugespielt. Um den Mann zu schützen, haben wir seine Stimme verfremdet. Ich habe heute Unterricht gehalten an der Polizeischule. Ich habe noch nie so was erlebt. Der Klassenraum sah aus wie Sau. Die Hälfte Araber und Türken. Frech wie Sau, dumm, konnten sich nicht artikulieren. Deutsche Kollegen haben erzählt, dass von denen schon, sag ich mal, Schläge angedroht wurden, weil sie dazwischen gesagt haben oder gesprochen haben Tage davor. Ich habe noch nie so was erlebt. Ich bin so schockiert und ich habe wirklich Angst vor denen. Und ich glaube, die Ausbilder auch, denn wenn sie die rauswerfen, dann stehen die vor der Tür und machen die Autos kaputt. Also es wird eine Zweiklassenpolizei, die korrupt sein wird. Das sind keine Kollegen, das ist der Feind. Das ist der Feind in unseren Reihen. Interne Zweifel an der Echtheit der Aufnahme gibt es nicht. Auch Polizeipräsident Klaus Kant legt die Datei vor. Er nimmt nun die Leiter der Polizeischule in die Pflicht. Es ist Aufgabe der Polizeiakademie, die Auszubildenden so zu sozialisieren, dass sie diszipliniert, höflich und wertschätzend miteinander umgehen. Genauso wie mit Vorgesetzten und den Menschen der Stadt. Der Leiter der Polizeischule wurde aufgefordert, die Situation in der Klasse aufzuklären.